Hallo Elvira, schön, dass du heute da bist und bereit bist, von deiner Arbeit in der Opfer- und Traumaberatung zu erzählen. Ja, hallo Hanna, freue mich, dass ich heute da sein kann. Möchtest du uns einfach mal so deinen Arbeitsalltag mitnehmen? Ja, mein Arbeitsalltag sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. Ich arbeite schwerpunktmäßig an der Opfer- und Traumaberatungsstelle vom Seehaus in Stuttgart-West und hier mache ich Beratungen für Opfer nach allen Straftaten und immer wieder bin ich auch unterwegs oder mal beim Opferempathietraining oder Opfertätigkeitsgespräch dabei, also ganz bunt, genau. Welche Opfer von Straftaten betreust du hauptsächlich? Also ich habe einen Schwerpunkt mit Opfern nach Tötungsdelikten, aber an unseren 6 Beratungsstellen vom Seehaus beraten wir Opfer von Mobbing, von Einbruchsdelikten. Wir haben sehr viele Frauen, das hat sehr stark zugenommen, nach häuslicher Gewalt, nach Übergriffen, aber wir haben eben auch Tötungsdelikte, Mord, aber genauso auch Verkehrsdelikte zum Beispiel. Ich habe relativ viele Eltern auch in der Beratung, die ein Kind verloren haben, vielleicht auch durch einen Unfall oder eben durch ganz unterschiedliche Erlebnisse. Das heißt, die Straftaten sind eigentlich relativ breit gefächert. Genau. Wie lange, wenn du so grob aus deiner Erfahrung schöpfen kannst, wie lang sind die Opfer grob im Durchschnitt bei dir in der Beratung? Das hängt sehr stark von der Straftat ab und auch natürlich vom sozialen Netz, wie die Opfer sonst auch eingebunden sind. Ich würde mal sagen, Menschen, die jetzt eine einmalige Straftat erlebt haben, davor aber eher ein sehr stabiles Leben geführt haben, gut eingebunden sind in einem Freundeskreis, in einem familiären Netz, die kommen manchmal einfach auch nur zu 2, 3 Gesprächen, vielleicht nach einem Einbruch und wo sie eine starke Unsicherheit erleben und dann aber doch auch erstmal wissen wollen, wie läuft so ein Gerichtsverfahren ab, was kommt da alles auf mich zu und ganz viele Fragen mitbringen und oft dann auch nach 2, 3 Gesprächen mit Übungen auch schon wieder Stabilität langsam auch einkehrt. Wenn jetzt natürlich Menschen eben durch ein Tötungsdelikt zum Beispiel jemand verloren haben oder viele Jahre auch häusliche Gewalt vielleicht erleben mussten oder einen Übergriff erlebt haben oder Mobbing über eine lange Zeit, vielleicht auch am Arbeitsplatz oder Stalking, dann sind es oft natürlich deutlich längere Prozesse, die vielleicht auch mal über ein halbes Jahr, über ein Jahr oder auch länger gehen können. Das heißt, du hörst den Opfern, die erstmal zu dir in die Beratung kommen, hauptsächlich erstmal zu? Ganz wichtig ist erstmal zuhören, sich selber zurücknehmen. Nicht ich weiß, was die Menschen brauchen, sondern die Menschen ermutigen, auch ihr an ihre eigenen Ressourcen, ihre Kraftquellen auch zu kommen und sie zu stärken. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn Menschen eine Straftat erleben, dann ist es ja erstmal eine traumatische Erfahrung. Trauma bedeutet seelische Verletzung. Das bedeutet, ich bin ganz ausgeliefert einer Situation. Diese Situation habe ich mir nicht ausgewählt. Ich bin ohnmächtig, hilflos, ich habe keine Kontrolle. Ich kann nichts tun, um diese Situation zu verhindern. Und in der Trauma- und Opferberatung geht es jetzt erstmal darum, auch einen Kontrast zum Trauma herzustellen, dass Menschen sich wieder handlungsfähig fühlen, dass Menschen die Kontrolle wieder haben, dass Menschen wieder ein Sicherheitsgefühl entwickeln können. Daran arbeiten wir zum einen im Gespräch, aber auch mit ganz vielen Körperübungen und auch ich bin auch EMDR-Therapeutin mit Traumatherapieformen, die wir einfach zur Stabilisierung einsetzen, dass Menschen auch wieder Hoffnung, Mut, Vertrauen ins Leben oft über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt auch wieder überhaupt einen Zugang bekommen zu diesen Gefühlen. Okay, das heißt, die kommen erstmal zu denen die Beratung und sind eigentlich total unsicher in sich, bezogen auf die Straftat, das, was sie erlebt haben, sind überhaupt nicht selbstsicher.
Und du versuchst sie dann durch das Gespräch, durch das aktive Zuhören auch, dieses Selbstwertgefühl auch wieder zurückzugeben. Genau, also zum einen durch das Gespräch und zum anderen ist ganz wichtig, das ist eigentlich so ein Grundsatz bei mir, schon bei jedem ersten Gespräch ist so mein Ansatz, die Menschen sollen hier rausgehen und nicht, dass sie jetzt, haben sie alles erzählt und jetzt geht es ihnen noch schlechter, weil jetzt wurden sie wieder mit der ganzen Ohnmacht, mit dem, ich konnte nicht tun, mit der ganzen Scham, mit ihren Schuldgefühlen konfrontiert, sondern dass wir nach einer gewissen Gesprächszeit eben dann auch schauen, welche Übungen können ihnen helfen. Also man kann in der Traumatherapie auch sehr viel mit Klopftechniken und mit Tapping-Methoden, das wenden wir in der Beratung sehr stark an, dass Menschen auch wie einen ganzen Koffer voll mitnehmen können an Methoden. Ich kann wieder selber etwas tun, um meinen Stress zu regulieren, um wieder besser schlafen zu können, um wieder auch ein bisschen durchatmen, Distanz bekommen. Das ist alles ganz wichtig, dass die Menschen eben wieder in die eigene Handlungsfähigkeit eben auch kommen. Das heißt quasi wie so ein Koffer, den Sie mit nach Hause nehmen können und in gewissen Situationen, wenn Sie sich vielleicht wieder gerade nicht so sicher fühlen oder wenn diese Gefühle wieder hochkommen, dass Sie da Sachen auspacken können und sagen, ich probiere das jetzt aus und vielleicht geht es mir danach besser. Genau. Ich sage immer, man muss in guten Zeiten üben, was man in schweren Zeiten braucht. Das heißt, also am besten sollen die Menschen für sich selber entscheiden, welche Übung ist was für mich, was passt jetzt gar nicht zu mir, finde ich irgendwie komisch. Das ist ganz wichtig. Ich habe die Kontrolle und ich kann entscheiden, nicht die Elvira Pfleiderer sagt mir, wie es geht, sondern ich entscheide selber. Und dann ist aber wichtig, dass die Menschen zu Hause eben auch vielleicht schon am Morgen oder am Abend vorm Einschlafen auch etwas umsetzen zu einer guten Zeit, wo eben der Stress vielleicht noch nicht so hoch ist, damit sie dann eben, wenn sie merken, oh, mein Stressbarometer, das steigt heute irgendwie ganz schön an und jetzt kommt irgendwie noch eine Verunsicherung, damit sie eben, je früher ich dann etwas tun kann, je besser kann ich dann auch wieder die Kontrolle behalten und zum Beispiel auch Stress regulieren. Wir haben so einen Grundsatz in der Trauma- und Opferberatung. Wir arbeiten wie in einer liegenden Acht. Das heißt, auf der einen Seite der Acht haben wir so die Belastung. Ja. Jetzt hat mir ein Mensch erzählt, was ihm passiert ist und dazu gehören ganz viele Ohnmachtsgefühle, Scham- und Schuldgefühle. Und jetzt bleiben wir aber nicht auf dieser Seite stecken, sondern jetzt gehen wir auf die Haben-Seite, auf die Seite, wo wir eben auch, wie habe ich denn bisher Krisen bewältigt? Was hat mir geholfen? Welche Methoden kann ich noch dazulernen, um heute mich wieder handlungsfähig auch zu fühlen? Und so ist es wichtig, immer wieder in dieser Acht hin und her zu gehen, so dass die Menschen auch gestärkt aus unseren Gesprächen dann auch nach Hause gehen und sich wieder nach und nach auch handlungsfähig fühlen. Sie merken, es gibt auch eine andere Seite und ja, genau. So ein Gleichgewicht. Du hast viel mit Opfern gesprochen, du sprichst viel mit Opfern. Was ist Ihr Wunsch oder was äußern Opfern gegenüber Ihrem Täter? Was haben Sie eigentlich, was haben Opfer für Wünsche? Oder? Die erste Frage ist eigentlich durchgängig, warum? Warum? War das zufällig? War ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Warum ist mir das passiert? Das ist so eine Grundfrage, die oft Opfer auch stellen wollen an ihren Täter. Da schwingt so ein bisschen mit, so bin ich schuld. Ja, genau. Das ist so die erste Frage. Dann ist bei ganz vielen Opfern am Anfang so, dass sie erstmal wollen, der soll verurteilt werden und der soll eine hohe Strafe bekommen und auch erstmal Rachegefühle da sind. Wenn sie dann nach und nach auch in ihrem Heilungsprozess auch weitergehen und sich auch mit ihren Fragen befassen und wieder sich handlungsfähig fühlen, kann sich das
verändern. Mhm. Verändert sich nicht bei allen, aber bei ganz vielen, kann ich sagen, geht es nachher gar nicht darum, der soll eine hohe Haftstrafe haben, sondern ich wünsche mir so sehr, dass auch Täter Verantwortung übernehmen, dass sie nicht die Schuld wieder dem Opfer zuschieben, naja, du hast mich provoziert oder du am falschen Ort zur falschen Zeit, sondern ich habe was getan, das war nicht in Ordnung. Und auch vielleicht ihr Bedauern zum Ausdruck bringen und dass sie eben in dieser Verantwortungsübernahme auch an ihren Opfergeschichten arbeiten und eben dann auch in ein straffreies Leben gehen, damit nicht noch mehr Menschen auch dadurch durch den Täter beschädigt werden, sondern dass sie auch heil werden. Mhm. Aber das sind Prozesse, die dann bei Opfern oftmals auch durch Programme wie das Opfer-Täter im Gespräch oder auch durch Täter-Opfer-Ausgleich. Ich mache oft auch Täter-Opfer-Ausgleich mit Täter und Opfer. Und auch da kann nochmal Heilung für beide Seiten entstehen. Das wünsche ich der Opferseite und ich wünsche es der Täterseite, dass jeder an seinen Geschichten arbeitet und dass Täter Verantwortung übernehmen, aber auch ihren Heilungsprozess gehen und dadurch eben auch in ein gutes und straffreies Leben gehen. Du hast jetzt vorhin auch erzählt, dass es auch manche Opfer eben gibt, die auch länger, über einen längeren Zeitraum zu dir kommen. Und es ist ja ein Prozess, den die durchlaufen. Kannst du vielleicht mal berichten, wie dieser Prozess aussieht? Der ist bestimmt nicht immer gleich. Das ist sehr unterschiedlich, aber es gibt so Schritte, die viele Opfer auch durchlaufen auf ihrem Heilungsweg. Das heißt nicht, man könnte jetzt sagen, ja, das sind 9 Schritte und man fängt bei Schritt 1 an und wenn man bei 9 ist, ist man fertig. Leider ist es nicht so, ja, sondern man muss sich das eher so vorstellen, die einzelnen Schritte kommen gar nicht bei allen vor, aber man findet sie bei vielen Menschen, die Opfer oder betroffen von einer Straftat sind, im Heilungsprozess und es ist eher wie in den Gezeiten mit Ebbe und Flut zum Beispiel oder in den Jahreszeiten, aber die folgen eben nicht von Schritt 1 bis Schritt 9, sondern da kann auch sein, ich bleibe in einem Schritt vielleicht stecken oder einen Schritt mache ich gar nicht und so kann ich aber vielleicht mal ein bisschen was zu dem, was wir in der Opfer- und Traumaberatung auch, welche Schritte wir da beobachten, auch was sagen. Also es sind mögliche Schritte in einem Heilungsprozess. Einer der Schritte wäre Umgang mit Scham- und Schuldempfindungen. Vielleicht kann man sich das gar nicht so gut vorstellen. Man denkt, naja, das ist Opfer. Warum sollen Opfer Schuld empfinden oder Schamgefühle haben? Und dennoch ist es etwas ganz Wesentliches, was die meisten Menschen, die von der Straftat betroffen sind, eben auch empfinden. Ich bin selber schuld. Was habe ich falsch gemacht, dass mir das passiert ist? Wäre ich an dem Tag irgendwie nicht weggegangen? Ich hatte neulich eine Familie da, der Vater, da war ein Einbruch. Er und seine Frau wollten sich einen schönen Tag machen. Und die Kinder kommen nach Hause und die ganze Wohnung steht auf dem Kopf. Und sie haben das Gefühl, oh, wären wir nicht weggegangen und hätten unseren Kindern das zugemutet und jetzt ist sowas passiert und dann ist oft auch ganz viel Scham dabei, eben auch ich schäme mich, dass mir das passiert ist, was ist nicht richtig bei mir und deshalb ist oft ganz wichtig in diesem Schritt eben mit geschädigten Menschen dann erstmal zu arbeiten, was ist ein Opfer, wer ist Täter und was wurde mir auch zugefügt, wo konnte ich gar nichts dafür. Schuldgefühle sind oft erstmal wie ein Ventil. Wenn ich schuld, ist ja kein Gefühl, sondern Schuld ist erstmal, denke ich schuld und dann fühle ich mich schuldig. Ja? Und Schuld ist erstmal etwas, was mir aus diesem Ohnmachtsgefühl, ich konnte gar nichts tun, ich war so ohnmächtig und ist eigentlich ein Lösungsversuch erstmal, ein Schuldgefühl. Nämlich, wenn ich schuldig gewesen wäre,
hätte ich es verhindern können? Und deshalb ist das Schuldgefühl ganz am Anfang erstmal ein Lösungsversuch, wie ein Ventil. Schwierig wird es dann, wenn ich dieses Ventil dauerhaft benutze, weil das natürlich auch die Kehrseite hat, dass es mir mit dem Schuldgefühl auch nicht gut geht und dass das Schamgefühl wieder verstärkt und ich mich vielleicht auch sehr schäme, dass mir auch das passiert ist. Deshalb arbeiten wir oft sehr erstmal in der Psychoedukation. Das heißt, ich erkläre erstmal, für was Schuldgefühle auch stehen. Und dann arbeiten wir damit, welche Ventile kann ich denn finden, damit ich diese Ohnmacht eben besser aushalten kann. Der zweite Schritt ist Ungewissheit. Ungewissheit bedeutet eben für ganz viele Menschen, die zur Opferberatung kommen, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt auf mich zukommt. Wir haben oft auch geschädigte Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt eine Anzeige machen möchte. Was bedeutet das dann für mich? Was kommt da auf mich zu? Wird mir überhaupt geglaubt, wenn das Verfahren eingestellt wird? Oder wenn Aussage gegen Aussage, was bedeutet das? Wo kann ich mir auch vielleicht anwaltliche Hilfe holen? Und wie läuft überhaupt so ein Verfahren ab? Da sind ganz, ganz viele offene Fragen, ganz viel Ungewissheit. Das wechselt sich auch ab, erstmal mit in der Ungewissheit, ich will es am liebsten verdrängen, das ist mir gar nicht passiert, das war ein schlechter Film und dann wache ich morgens auf und denke, ist mir passiert und wie kann ich jetzt damit umgehen? Der dritte Schritt kann eben dann auch eine Gewissheit sein. Ja, einmal, ich realisiere, es ist mir wirklich passiert, also eine Realisierung und dann auch Gewissheit vielleicht in dem, es kann vielleicht nach dem Strafverfahren, wenn das Urteil gefällt ist, so ist es ausgegangen, was bedeutet das jetzt auch für die Täterseite und manchmal ist dann erstmal eine Erleichterung auch, weil man vielleicht auch Angst vor dem Täter hat und jetzt vielleicht erst denkt, okay, der ist jetzt erstmal auch in Haft und ich kann jetzt vielleicht erstmal durchschnaufen, kann jetzt erstmal auch nochmal meine Opfergeschichte aufarbeiten und mich auch jetzt mal einfach um meinen Heilungsprozess kümmern. Der vierte Schritt, Wut und Zorn. Das ist ja vielleicht jetzt nicht ganz einleuchtend, Wut und Zorn. Und trotzdem ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der im Heilungsprozess eben auch sehr wertvoll ist. Wut und Zorn sind ja Gefühle, so wie Glück und Freude und Zufriedenheit und sind alles sind wichtige Gefühle. Und wenn Opfer eben sich auch dann im Heilungsprozess vom Täter eben auch lösen muss ein Stück weit, dann brauche ich auch eine gesunde Wut und sagen, das wurde mir angetan. Ich konnte gar nichts tun, dass mir das passiert ist und ich habe auch eine Wut drauf. Schwierig wird es, wenn die Wut sich dann gegen mich oder gegen andere richtet, dann ist eben Wut und Zorn vielleicht auch etwas, wo ich vom Opfer plötzlich zum Täter oder zur Täterin werde. Und so kommt es oft, dass eben Menschen, die Täter zum Täter geworden sind, auch eben viele Opfergeschichten haben. Deshalb ist es wichtig, auch die Gefühle auf. Der fünfte Schritt, schlechte Lösungsversuche. Wie das Wort davor schon sagt, schlechte Lösungsversuche, ist ein Lösungsversuch, aber auch ein schädlicher Lösungsversuch. Das bedeutet, wir versuchen jetzt vielleicht, wenn ein Mensch Opfer von einer Straftat geworden ist, versucht ein Mensch, wie kann ich jetzt mit den Bildern, die mich plötzlich in der Nacht anfallen, mit den Albträumen oder eben auch mit belasteten Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit und ausgeliefert sein oder mit Bildern, die ich gar nicht verarbeiten kann, wie kann ich damit umgehen? Und man versucht vielleicht dann eben auch mit Alkohol, Drogen erstmal als Lösungsversuch, damit eben diese Bilder oder auch mit Medikamenten, die vielleicht auch in eine Sucht führen können, auch einen Lösungsversuch eben zu machen, damit man diese Trigger, ja, wenn man angetriggert wird an Bild, es nicht
nicht aushalten muss. Und deshalb ist ganz wichtig in der Opferberatung, dass wir damit arbeiten, nicht indem wir sagen, man soll keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, sondern zu sagen, ah, und welche Auswirkungen bringt das jetzt? Was könnte Ihnen helfen, eben auch mit den schwierigen Bildern jetzt besser umzugehen und damit eben zu arbeiten, sodass Menschen dann andere Lösungsversuche auch finden und dadurch eben sich auch Stress reguliert und Menschen dann eben auch die Erfahrungen besser verarbeiten können. Das heißt, ihr habt einmal eher von Seiten des Betroffenen kommt dann eher die schlechten Lösungsversuche und man guckt, dass man die auch beleuchtet und vielleicht sich genauer anschaut. Aber in der Beratung ist dann das Ziel eigentlich alternative Lösungsversuche zu erarbeiten und zu gucken, was eben genau auch, es passt ja nicht für jeden, jeder Lösungsversuch. Ja, genau. Also oft sind eben diese schlechten Lösungsversuche dann auch, dass ein Opfer eben auch wieder zum Täter wird und dadurch vielleicht eben auch eine Drogenproblematik oder eine Suchtproblematik eben sich manifestiert. Und deshalb ist ganz wichtig, die Opfergeschichten auch für die Täter, die eigenen Opfergeschichten anzuschauen, aufzuarbeiten und eben Alternativen im Lösungsversuch auch zu finden. Das eine ist das Gespräch, aber man kann eben ganz viel auch methodisch wirklich zur Stressregulation auch machen. Man kann ganz viel auch über Klopftechniken auch tun oder auch Übungen, um den Schlaf wieder zu verbessern, um Bilder zu verarbeiten. Kann man ganz viel machen, dass man Alternativen findet auch. Der sechste Schritt: Depression und Hoffnungslosigkeit. Leider ist es bei vielen Menschen so, die betroffen sind von einer Straftat, dass sie dann auch so eine depressive Phase durchleben und auch die Hoffnungslosigkeit auch eben ganz stark wieder aus diesem Ohnmachtsgefühl, auch ich konnte irgendwie gar nichts tun, dann auch in so einer Depression eben auch stecken bleiben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben auch wieder auf der einen Seite in unserem Gehirn sitzt eben auch so die Ohnmacht und dieses Gefühl von Schwere und auf der anderen Seite eben auch wieder zu erleben, ich bin handlungsfähig, ich habe Hoffnung, habe Vertrauen ins Leben, wieder Sicherheitsgefühl entwickeln. Damit arbeiten wir, damit Menschen wieder Hoffnung finden und eben auch dann wieder rauskommen aus dem, mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Auch zu verstehen, es gibt ein Vorher vor der Straftat, dann ist die Straftat passiert, es gibt auch ein nach der Straftat und mein Leben kann trotzdem auch noch ein gutes werden. Und das sind oft je nach Straftat auch längere Prozesse, bis ein Mensch wieder auch Mut und Vertrauen ins Leben findet. Das heißt, ihr zeigt eigentlich, dass die ganze Straftat, dass man das auch zeitlich einordnet. Das ist passiert und es ist auch vorbei. Genau. Und es gibt auch einen Blick nach vorne. Das ist ganz, ganz wichtig, genau, auch zu verstehen. Da gibt es auch eine zeitliche Einordnung, genau. Der siebte Schritt, Annahme des Geschehens. Wie gesagt, sehr unterschiedlich lange, von 2 bis 3 Gesprächen bis aber auch zu wirklich einer langen Begleitung, vielleicht über 1 oder 2 Jahre. Und dann auch annehmen, dass es mir passiert und eben auch, ich kann es zeitlich einordnen und ich habe auch danach und gestalte mein Leben wieder und kann auch wieder mutig und vertrauensvoll. Der 8. Schritt, Vergebung, Täter mit Fragezeichen loslassen, das ist ein schwieriger Schritt. Und es gibt Menschen, die eben auch ein ganzes Leben sagen, oh, ich kann nicht dem Täter vergeben. Mir wurde so viel Leid angetan, gerade auch wenn es um familiäre oder Beziehungsstraftaten geht, ist es oft ganz, ganz schwierig, Menschen, denen man vertraut hat, mit denen man auch sich geöffnet hat. Und da ist es oft ganz schwierig, auch da zu vergeben, wenn das Vertrauen so schwer beschädigt wurde. Und trotzdem ist es so, dass es
Wichtig ist, sich auch vom Täter zu lösen und loszulassen. Vergeben, oft besteht auch so eine ganz falsche Vorstellung von Vergeben. Vergeben als vergessen oder als Pflaster drüber, Schwamm drüber. Das hat nichts aus meiner Vorstellung mit Vergebung zu tun, sondern vergeben heißt nicht vergessen, sondern zu sagen, ich lasse die Verantwortung für das, was mir angetan wurde, beim Täter, aber ich löse mich auch. Weil wenn ich ein ganzes Leben jetzt eben auch, dass das jemand schuldig an mir geworden ist, dem anderen hinterher trage, trage ich es ja hinterher. Letztendlich zerstört es mein Leben und es schadet mir, es ist meine Belastung. Die Eva Moses Chor, oft sprechen wir auch über Zitate von Menschen in der Opferberatung oder auch in verschiedenen Programmen, war eine Frau, die das KZ überstanden hat und die viel über Vergebung auch publiziert hat und die klar sich auch dazu geäußert hat, vergeben hat in erster Linie gar nichts mit dem Täter zu tun. Also dazu braucht es gar nicht beide Seiten, sondern mit etwas, ich lasse die Verantwortung dort, aber ich sage mich auch los und gehe einen eigenen Weg des Vergebens und auch des Heilens in mir. Versöhnen ist etwas anderes. Mhm. Versöhnen bedeutet, der Täter übernimmt Verantwortung für die Tat und das Opfer vergibt und sie gehen aufeinander zu. Schön, wenn sowas gelingt. Dazu braucht es aber einen Prozess auf beiden Seiten, auch einen Heilungsprozess. Der 9. Schritt, Prozess für sich beenden und integrieren. Schön wäre es, wenn man dann so einen Haken hinmachen könnte und sagen könnte, ne, vorbei, vergessen. Aber vergessen, sagen eigentlich fast alle Opfer, vergessen werde ich es nie, kann ich es gar nicht. Und ich sage immer, ist ja auch wichtig, es sind ja Lebenserfahrungen, es wird immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Aber in unserer Lebenslinie gibt es eben ein Vorher, dann ist etwas passiert, vielleicht manchmal auch über Jahre sind viele Dinge vielleicht passiert, aber es gibt auch ein Nachher. Und ich weiß, dass ich trotzdem auch eine Chance habe auf ein gutes Weiterleben. Dann kann ich sagen, ich lasse es da, wo es hingehört. Es ist ein Teil meines Lebens, aber es hat nicht mehr die Macht über mein ganzes Leben. Ich hatte zum Beispiel einen Mann, der wurde zwischen 15 und 19 Jahren sehr über einen längeren Zeitraum, hat eine sehr schwere Straftat erlebt. Und er hat 20 Jahre jede Nacht vom Täter geträumt. 20 Jahre, ja. Obwohl der Täter seine Haftzeit abgesessen hatte, obwohl der Täter in der Zwischenzeit schon gestorben war, ja. Und trotzdem hat er jede Nacht von ihm geträumt. Und da war es ganz wichtig, dass wir dann der Opferberatung zusammen nochmal mit einem psychologischen Team, er nochmal einen Prozess gemacht hat, um wirklich auch sich loszusagen vom Täter. Und er ist dieses Jahr gestorben mit 43 Jahren und er hat die letzten 3 Jahre keine Nacht mehr vom Täter geträumt. Und es war schön, ihn auch darin zu begleiten und zu unterstützen, dass er auch losgekommen ist und auch sagen konnte, ich kann es integrieren, es ist mir passiert, aber es hat nicht mehr die Macht über mein ganzes Leben. Es ist ein Teil von mir, aber trotzdem kann ich damit in der Hinsicht abschließen, vielleicht auch, aber ich vergesse es nicht. Genau. Ja.